Hi Leute, ja, nach langer Zeit gibt es heute endlich mal wieder ein kleines Update oder überhaupt seit langer Zeit endlich mal wieder hier aus der Werkstatt. Ja, in der Zwischenzeit habe ich Urlaub und ich hatte eine Menge zu tun, aber ich glaube, das interessiert euch alles gar nicht. Wir gehen gleich über zu den Infos, würde ich sagen. Ja, und ich habe hier so eine kleine schlaue Liste und diese kleine schlaue Liste sagt mir an Punkt 1 natürlich wie immer unser Sticker-Swap. Ja Jungs, das war's mit dem Stickertausch. Da kleben sie nun alle und jetzt geht's gleich weiter mit dem nächsten Thema. Und das nächste Thema ist die Kooperation mit Stanley. Ihr habt es in der Vergangenheit oder im letzten Projekt sicherlich mitbekommen. Fall ruhig runter. Mein Kooperationspartner ist zurzeit und ich hoffe noch viel länger die Firma Stanley. Ich habe euch ein Unboxing versprochen und das seht ihr genau jetzt. Auf das Gerät habe ich mich am meisten gefreut. Das heißt, gefreut habe ich mich auf alle Geräte, aber dieses hier, denke ich, könnte euch vielleicht auch am meisten interessieren. Und das ist nämlich dieses Stanley FatMax Multitool. Und wir das mal auch aufmachen. Einmal. So, mal schauen, ob wir das jetzt aufkriegen. Auch hier haben wir wieder einen sehr schönen Koffer. Metalllaschen dran. Okay, wir haben die Garantiekarte und die Beschreibung haben wir hier. In diesem Fall haben wir zwei Akkus dabei. Zwei 18 Volt Lithium Akkus. Wir haben ein paar unterschiedliche Werkzeuge dabei. Also das ist ja so eine Grundplatte zum Schleifen. Da kommt dann das Schleifpapier drauf. Naja, und unterschiedliche Werkzeuge halt. Wir haben hier ein Schneidewerkzeug. Dann haben wir was für Keramik. Was zum Sägen für Holz. Und was ist das hier? Und nochmal, das ist für Holz und Metall. Und das hier ist nur für Holz. Hoffen, man kann das sehen im Video. So, also ist auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch einen Schraubenschlüssel und noch eine Schraube. Wenn wir dann später sehen, wofür wir das brauchen. So, dann haben wir auch noch das Ladegerät dabei. Sehr schön. Das wird dann da so drauf gesteckt. Ja, mal schauen, welches von den beiden Ladegeräten, die ich jetzt habe, ich dann noch da oben in mein Schränkchen rein tun werde. So. Soweit, so gut. Dann haben wir hier noch
Genau, das ist das Schläuchlein für eine Absaugung, die man noch dran bauen kann. Und hier ist das coole Gerät. Und ich habe mir das wesentlich, also ich muss mal kurz zu euch sprechen. Ich habe mir das wesentlich unhandlicher vorgestellt. Das ist ja mal heftig. Ich muss mal ganz kurz den Akku dran anstecken. Es ist mega handlich, mega handlich. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, bin ich ehrlich. Ich wollte mir dieses Gerät ja eigentlich nicht mit Akku besorgen. Ich habe es ja auch kabelgebunden, dieses Gerät. Aber ich muss sagen, ein geiles Gerät. Wirklich ein geiles Gerät. Es leuchtet sogar. Also. Also, was das Gerät auf jeden Fall auszeichnet, und das kann ich jetzt schon sagen, noch vor der Nutzung, dass es sehr handlich ist. Es liegt sehr gut in der Hand. Du kannst es vorne halten, du kannst es hinten halten und in der Mitte. Also, das fasst sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe, ich kriege das rübergebracht, dass das wirklich sehr hochwertig aussieht. Das sieht nicht billig aus. Da gibt es andere Hersteller, wo es wirklich billig aussieht, aber dieses Gerät, das fasst sich mega an. Und guckt mal diesen Verschluss hier an. Das ist nicht irgendein Billigguss oder sowas. Das ist richtig, richtig massiv. Das fühlt sich auch richtig gut an. Da ist auch richtig Druck hinter, muss auch sein, damit das Werkzeug nachher auch richtig fest gehalten wird. Also ich bin mega überrascht darüber, wie geil das Teil aussieht und wie cool es sich anfasst. Der Verschluss ist natürlich sehr einfach und sehr geil gemacht. Du drückst praktisch nur diesen Hebel runter und schiebst dann das drauf und das Ding hält. Sehr geil. Du brauchst also nichts abschrauben oder ähnliches. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Drehen kannst du es natürlich auch. Genau. So. So sieht die Aufnahme aus. Und wie gesagt, da schiebst du dann einfach nur drüber. Ja, ich bin begeistert. Jetzt nach dem Auspacken. Wir schauen natürlich, wie es weitergeht nach der ersten Benutzung. Also ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu den Geräten, irgendwas, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was ihr gern wissen möchtet, dann bitte fragt mich unten in den Kommentaren. Ich versuche alles zu beantworten. Fragt einfach. Ja, das war das Unboxing von meinem neuen Multitool aus dem Hause Stanley, mit dem ich übrigens mega zufrieden bin. Ja Leute, der nächste Punkt ist das Gewinnspiel, was ich zurzeit auf Instagram veranstalte. Das möchte ich euch natürlich auch zugänglich machen und deshalb wäre es cool, wenn ihr bei dem Gewinnspiel auch mitmachen würdet. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz die Spielregeln da oben rechts ein.
Ja, der nächste Punkt ist der Umbau in der Werkstatt. Ich habe viel, viel später damit angefangen, als ich eigentlich anfangen wollte. Wie gesagt, das ist bei mir immer wieder das leidige und gleiche Thema. Es ist einfach die Zeit, die mir fehlt. Ich habe angefangen. Der Schrank hier oben ist mittlerweile rausgeflogen. Das Regal hier wird hier nicht bleiben. An diese Stelle kommt was ganz anderes hin. Ja, das ist natürlich noch nicht alles an Umbau, aber mit diesem Schrank ist sozusagen das Schlimmste schon passiert, denn das Teil hat gefühlt 3 Tonnen gewogen. Also ich bin froh, dass der schon mal raus ist in der Zwischenzeit. Ja, mein nächstes Projekt ist das nächste Thema, auch das letzte Thema. Ich hatte ja gesagt, bei meinem 500 Abonnenten Spezial, es wird ein Schmuckschränkchen für meine Uhren, für unsere Uhren und so weiter geben. Das wird auch kommen, allerdings habe ich das erstmal ein bisschen nach hinten geschoben. Viel wichtiger ist, dass Mami und Papi einen Wohnzimmertisch bekommen. Ja, die haben natürlich schon einen gehabt, allerdings war der nicht mehr so, wie sie ihn gerne hätten. Ich habe keinen neuen gebaut, aber ich habe aus dem alten, glaube ich, das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Ich zeige euch mal, wie das Teil vorm Umbau aussah. Daumen, schaut mal hin. Ja, das war der Tisch. Der sieht jetzt natürlich mittlerweile etwas anders aus. Das Projekt ist fertig, ist auch wirklich nur ein Einteiler dieses Mal. Aber lasst euch überraschen, ich denke, aus dem Tisch ist was ganz Cooles geworden. Ich hoffe, ihr schaut euch das an. Ja, was bleibt mir noch anderes, außer mich zu verabschieden? Das war's für heute. Das war das Update Nummer 7. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Update auch wieder mit dabei. Dieses Update ist somit beendet. Macht's gut, Leute. Tschüss.